Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Helden da draußen. Du bist der Held in deiner Welt, Coaching Podcast mit mir, Uwe Pettenberg. 20 Jahre Coaching Know-how für deine Ohren und diesmal von unserem Kraftort in 2000 Meter Höhe. Schön, dass du wieder mal dabei bist. Heute mit dem Podcast Nummer 84, Deine Sterne 2020. Und ich möchte ein bisschen auf die Astrologie eingehen und das ist selbst für Menschen, die daran gar nicht glauben, ein interessanter Aspekt, was so alles 2020 passieren darf. Denn Astrologie ist nichts anderes als Energiesichten. Das ist kein Vorhersagen in dem Sinne, sondern einfach die Idee zu gucken, wie sich so etwas auf uns auswirkt. Denn Energie ist Tag und Nacht, ist die Polarität, ist kalt und warm. Das hat ja alles Einfluss auf uns. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, in 2000 Meter Höhe. Da ist das körperliche Verhalten komplett anders, als wenn ich unten im Tal bin. Ich habe das erlebt. Ich habe jetzt gerade eine Skitour gestern gemacht und habe 1000 Höhenmeter überwunden. Und das merkst du am Atmen, dass da eine andere Energie herrscht. Und genau das kannst du auch auf die Astrologie übertragen. Das heißt, es gibt eine Konstellation, eine Energiekonstellation am Himmel um unsere Erde herum und die hat eine Auswirkung auf uns und die kann man mehr oder weniger deuten, aber natürlich nicht in der Vorhersage, sondern in der Form der Möglichkeiten. Und das möchte ich dir mit diesem Podcast einfach schenken, gerade zu Beginn mit dem allerersten Podcast 2020. Und wir können uns auch sehen, wenn du möchtest, gleich am 8. Februar in Frankfurt, am 15. Februar in Stuttgart, am 14. März in München, jeweils samstags und am 27. März an einem Freitag in Düsseldorf. Ja, und es gibt auch viele andere Dinge. Der Januarkurs, du bist Held deiner Welt, ist ausgebucht aktuell. Am 18. bis 21. März 2020 gibt es noch 4 Plätze, wenn du dabei sein möchtest. Also, wenn dich dieser Podcast einmal mehr inspiriert, dann hast du vielleicht Lust, mich persönlich kennenzulernen, mit dabei zu sein und dich selber auf dieses emotionale Mondjahr 2020, es wird sehr, sehr emotional werden, darauf einzulassen. Und das kann ich vorweg gleich sagen, vor diesem Intro. Dieses emotionale Jahr fordert uns in Form von Stabilität heraus. Das heißt, es ist umso wichtiger denn je, dass du mit dir ins Reine kommst, dass du mit dir eine Ordnung gefunden hast, dass du deine inneren Gummibänder sortiert hast und im besten Falle mit einem kleinen Mädchen, dem kleinen Jungen in dir ganz gut in Kontakt gekommen bist und gut auf dich hören kannst. Und ich wünsche dir, dass dir mein Podcast jetzt, den ich mit ganz viel Liebe aufgenommen habe, dabei hilft. In diesem Sinne ganz viel Freude damit. Lass es dir gut gehen und einen guten Start in das Jahr 2020. Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast und gleichzeitig auch ein Video auf YouTube 2020. Und wer das Video jetzt sieht, der erkennt auch im Hintergrund, dass wir hier noch, oder ich, wir meine natürlich die Familie, noch in unserem wunderbaren Weihnachtsfamilienurlaub sind, in unserem Kraftort, ganz hoch, ganz weit oben, 2000 Meter. Und dort haben wir immer die tollsten Ideen, die tollsten Inspirationen. Und deshalb dachte ich mir, dass ich diesen Podcast auch gleichzeitig mal als Video aufnehme und die Chance nutze hier an diesem wunderbaren Ort mit dir. Podcast 84, Deine Sterne 2020. Als erstes mal ganz, ganz lieben Dank für diese große Resonanz auf die 3 Podcasts mit Nina und mir. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Wir beide sind ein wunderbares Team. Wir sind, wie gesagt, hier auch immer mit der Familie und haben da auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und das haben viele Hörer auch in dem Podcast bemerkt, in den 3 Podcasts zur Vorweihnachtszeit. Und das hat mich sehr gefreut. Danke für die Resonanz, danke für die vielen E-Mails, die wir bekommen haben. Wir werden natürlich weitermachen. Es gibt auch in 2020 immer wieder Podcasts mit uns beiden. So, jetzt hoffe ich, du hast die Weihnachtszeit gut überstanden. Du bist gut ins neue Jahr 2020 gerutscht, bist kraftvoll dabei. Und deshalb möchte ich hier einen Blick mit diesem Podcast, mit diesem Video, einen Blick in die Sterne werfen. Ich bin ja ausgebildeter Astrologe, da bist du gesagt, nein, fairerweise muss ich ja nicht Astrologe, sondern es war ein Teil meiner spirituellen Therapieausbildung. Ich bin Hypnosetherapeut und die war sehr spirituell gelagert. Und da war ein Teil natürlich Astrologie.
Und jedes Mal zur Jahreswende, wenn wir hier in diesem Kraftort sind, dann begleitet mich diese Idee immer wieder und ich komme nicht umhin zu schreiben. Und ich habe ganz viel aus dem Internet gezogen, habe die tollsten Sachen kombiniert und möchte dich sozusagen mit hinein in das 2020, weil es ein ganz besonderes Jahr ist, mit den Sternen begleiten. Und auch für all die, die immer sagen, ja, Astrologie, sowas, Bildzeitungshoroskop, du bist Löwe, wie mein Fernseher auch oder irgend sowas, das hat ja keine Bewandtnis. Da möchte ich ein bisschen was dagegen sagen, denn Astrologie ist pure Energiearbeit. Und alles, was so der Mond auch macht, und ich greife jetzt vorweg, wir sind in 2020 in dem Mondjahr, alles, was der Mond so macht, mit Ebbe und Flut, das muss ja irgendwo auch uns beeinflussen. Das heißt, wenn das Meerwasser weniger oder mehr wird, je nachdem, oder Ebbe und Flut, dann muss es ja auch in unserem Körper, der zu über 70% aus Wasser besteht, irgendetwas bewegen. Und die Astrologie ist für mich ein Bewegungsseismograph, wo ich ein bisschen davon ausgehen kann, wie die Energie derzeit herrscht und was es mit mir in welcher Form auch immer zu tun hat. Ich kann damit aber keine gültigen Voraussagen machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das wird oft missverstanden in den allgemeinen Horoskopen, dass man davon ausgeht, ja, ich weiß jetzt genau, es passiert mir übermorgen ein Verkehrsunfall oder ich verliere Geld oder ich verliere meine Beziehung. Das ist so nicht wahr. Es ist immer eine Idee, eine Tendenz. Es kann eine Möglichkeit sein. Und damit ist die Astrologie auch dann sozusagen nur ein Energiegradmesser, nicht mehr und nicht weniger. Aber ich kann mich mit dieser Energie einschwingen und bestimmte Dinge, und das machen wir wirklich, Nina und ich, auf bestimmte Dinge achten. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich den Podcast, dieses Video aufnehme, sind wir noch mitten in den Rauhnächten. Das hat eine Bedeutung. Und gerade heute ist eine Rauhnacht, wo man auf viele Eingebungen achten darf. Und das ist jetzt kein hysterisches, esoterisches Geplapper, sondern wirklich die Idee, dass du auf dich achtest, mit dir in Kontakt kommst und daraus deinen Nutzen ziehst. Also man kann die Energie, die im Leben herrscht, einfach für sie nutzen. Und die Astrologie möchte ich dir an dieser Stelle mit anheimgeben. Ja, also das astrologische Jahr beginnt ja nicht wie unser bilanztechnisches Jahr am 01.01.2020, sondern mit dem Widder Ende März. Dort beginnt das astrologische Jahr jedes Jahr erneut. Fische ist das letzte Standzeichen, Widder das allererste Standzeichen, der Aufbruch, das Frühjahr. Und dort beginnt die Astrologie auch. Und wir gehen sozusagen von dem aktuellen Merkurjahr 2019 in das Jahr des Mondes. Und ich nehme es vorweg, es ist das Mondthema ist das weibliche Wasser, Gezeiten, Gefühl, Emotionalität, das Mütterliche, das Weibliche, das Nährende und das emotional Empfindliche. Das wird uns 2020 begleiten, ob gut oder schlecht, das ist jetzt außerhalb der Wertung, sondern das ist die Tendenz. Und wir kommen aus einem Merkurjahr. Und der Merkur, der steht ja letztendlich für Engagement, für beruflichen Erfolg. Und dieses Jahr, 2019, war für mich ein hartes Jahr beruflich, aber auch das erfolgreichste seit meiner Zeit als Coach. Dafür möchte ich an der Stelle auch meinem Team danken, denn durch das Team ist auch all das geworden, mit den Tageseminaren, die entstanden sind, die Power-Tage, die wären ohne mein Team überhaupt nicht möglich gewesen. Und finden wir gleich den Sprung, denn das Mondjahr, das geht dann in die Gemeinschaft, in die Dankbarkeit, Familie, auch die Familie im Beruf etc. Und wer das zu danken weiß, zu schätzen weiß, der wird auch Erfolg haben im Beruf, in der Liebe, in der Gemeinschaft. Interessant dabei ist, und das möchte ich nicht missen an der Stelle, dass diese Konstellation, dieses vom Merkur in den Mond gehend, auch das Jahr 2013 betroffen hat. Und wer das noch weiß, 2012 gab es ja so eine leichte Weltuntergangsstimmung und da haben mir viele gesagt, boah, die Welt geht unter, der Maya-Kalender, da gab es bestimmte Menschen, die haben sich darauf eingestellt. Das ist natürlich alles ein bisschen Quatsch, sondern heute weiß man, der Maya-Kalender hat nicht geendet, sondern es ist eine Art von neuer Zeitrechnung. Aber die Energie der Zeit, ich hoffe, du kannst es genauso fühlen wie ich, hat sich seit 2013 wirklich verändert. Egal, ob beruflich, ob beziehungstechnisch, da ist ganz, ganz viel anderes, ganz, ganz viel Neues entstanden. Und in dieser Energie sind wir jetzt erneut. Das heißt, es gibt wieder so einen Quantensprung. Und da ist eben der Mond letztendlich
ja, sehr deutlich verantwortlich. Bei den Römern wurde der Mond sogar als Luna verehrt, als eine Göttin. Entschuldigung, wir haben es immer hier ein bisschen trocken in unserem Chalet. Muss etwas Tee trinken. Ja, und das ist letztendlich die Idee sozusagen, auch so ein kraftvolles, emotionales Jahr zu verehren. Im kommenden Jahr, also in diesem Jahr 2020, trifft sich auch der Pluto mit dem Jupiter und zu bestimmten Zeiten mit dem Saturn. Und da passiert was ganz Außergewöhnliches, denn dieses Treffen findet nur alle 100 Jahre statt. Und darum behaupten einige Astrologen, dass es wirklich die Geburt eines neuen Zeitalters wäre. Ich wiederhole nochmal, es ist die Geburt eines neuen Zeitalters, das hier signalisiert wird. Neue Träume, neue Ziele, neue Gedanken. Und es betrifft unser aller Leben, nämlich das Leben des Einzelnen, als auch das Leben im Großen und Ganzen mit der Politik. Es gibt ja viele Wahlen, Trump in den USA. Und auch in Deutschland wird ganz viel passieren, wahltechnisch und so weiter. Also wir sind wirklich aufgefordert, da achtsam in eine neue Zeit zu gehen. Und ja, ich möchte mal, wenn wir jetzt in dieses Mondjahr gehen, so die Details eines Mondjahres beschreiben. Was macht der Mond mit uns? Was ist da relevant in diesem Jahr 2020? Ich habe es schon eingangs gesagt, der Mond, das Mondzeichen macht natürlich deutlich, wie es um unsere Gefühle steht. Also es wird ein sehr emotionales Jahr, das heißt auf der einen Seite sehr viel Tiefgang in der Liebe, in Beziehungen, wenn wir das zulassen, wenn wir das wollen. Auf der anderen Seite auch sehr hitzig, da kann viel diskutiert werden, viel gestritten werden, immer wieder viel auf die Waagschale gelegt werden und ja, in irgendeiner Form natürlich auch sozusagen etwas manchmal größer gemacht werden, als es dann tatsächlich ist. Also wenn du merkst, du reagierst über alle Maßen emotional, dann ist vielleicht auch jetzt gerade in diesem Jahr wichtig, dass du dich dann immer wieder erdest. Das Mondjahr bestimmt auch, oder der Mond bestimmt auch unsere seelische Konstante. Also ich sage mal, wenn wir über die Gefühle sprechen, dann kann es auch oft das Thema sein, bin ich jetzt in der Depression? Also wenn ich da empfindlich bin, gehe ich dann noch mehr in den Tiefgang, lasse mich noch mehr gehen, habe ich weniger Chancen, auf mich selbst einzugehen, oder versuche ich genau ganz andersrum mal ganz neue Wege zu gehen und ja, das so ganz neu anzupacken. Ich habe gestern eine Skitour gemacht, meine erste Skitour des Lebens, also das heißt mit Fellen auf den Skiern, und bin 1000 Höhenmeter hochgestiegen in 2 Stunden und habe mich dann, das laufen immer wieder Menschen mit hoch, manche habe ich überholt, manche haben mich überholt. Und dann habe ich einen anderen Weg genommen, der so leicht vorgespurt war, nur durch den Wald. Und habe ich so ein Pärchen gefragt, ob sie den Waldweg kennen würden. Da sagen sie, nee, den kennen sie nicht. Sie sind da zwar öfters, aber sie gehen da immer weiter hoch. Und den linken Weg, den nehmen sie nicht. Aber sagte sie zu mir, ja, der Mutige wird belohnt. Mut kann man sich nicht kaufen, Mut muss man haben. Und das hat mich gefreut und hat mich angespornt, dass ich dann diese andere Passage gegangen bin, wo ich ganz alleine war, tief im verschneiten Wald. Es war so berührend, dort allein unterwegs zu sein mit Knirschen, mit den Skiern. Das war sehr anstrengend, aber trotzdem ganz, ganz schön. Das war das Mutige. Und das wird auch im Mondjahr gefordert. Sei mutig, sei anders, mach etwas emotional mutiger, als du vorher vielleicht erlebt hast. Und was natürlich ganz, ganz kardinal ist im Mondjahr, ist das Thema des inneren Kindes, also die Berührung nach innen. Du weißt ja, ich schreibe ganz viel über die Kinderseele, über die verletzte Kinderseele. Auch meine Power-Tage gehen in diese Richtung, die verletzten Kinderseele, die Gummibänder lösen, um uns frei zu machen von den alten Ideen, um unsere eigene Kinderseele zu erfahren, das innere Kind aufzurufen. Und also wenn es jemals ein Jahr gegeben haben sollte, das prädestiniert dafür ist, auf dein kleines Mädchen, deinen kleinen Jungen in dir zu hören, dann ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Also 2020 ist der Zeitpunkt, wo du unfassbar in deine Energie mit dem inneren Kind, mit der Kinderseele gehen kannst, deinen Seelenumhang aufreißt und dich emotional zeigst, ehrlich bist zu dir und zu den anderen und auch für deine Gefühle, deine Emotionen eingestehst und nicht zurücktrittst. Das ist in diesem Falle ganz, ganz wichtig. Der Mond ist auch für unsere Lebensthemen wichtig.
die da so anstehen. In Mondjahren kommen ganz viele Lebensthemen, viele Schattenseiten mit auf das Tablett, die so letztendlich ja, in uns schlummern. Und der Mond zeigt uns auch immer unsere Sehnsüchte nach Nähe. Denn in einem Mondjahr spielt die Familie eine ganz große Rolle und die Heimat. Und da habe ich ein schönes Beispiel, dass wir gleich sehen können, wie zweischneidig auch die Astrologie sein kann. Wenn wir uns zurückziehen in die Familie, in die Heimat, in das Haus, in den Schutz, in die Sicherheit, dann ist das genau richtig für das Mondjahr, für das Mütterliche, für das Gefühlsorientierte, für die Sehnsucht in uns. Und wenn dort alles stimmt, dann können wir dort ganz viel Kraft und Energie sammeln, die uns hebt. Nur wenn wir Angst vor dem haben, was kommt, und jetzt werde ich ein bisschen politisch, obwohl ich das normalerweise ja gar nicht andeute hier in den Podcasts und in Videos, wenn ich sozusagen damit nicht umgehen kann, dann kann es passieren, dass eine Partei wie die AfD zur Heimat aufruft, zur Nationalität aufruft und dass dort auch viel Zulauf passiert. Also du siehst, auch das ist ein Mondjahresaspekt, dass ich die Heimat woanders suche, dass ich das Mütterliche, das Nährende auch in der Politik suche und leider bei der AfD der ein oder andere auch finden wird. Und daran siehst du, das ist ein gutes Beispiel, in welchen Facetten so eine Astrologie passiert. Also es ist nicht nur eine Richtung, sondern es ist die Polarität, die uns ausmacht. Die Polarität Tag und Nacht, oben und unten, hell und dunkel, all das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja, so gewinnt das Zuhause wirklich an Bedeutung. Deshalb, du weißt ja, ich bin systemischer Therapeut, ich kann nur raten, ordne deine inneren Gummibänder, löse dich von Alten, komm in die Kraft, spreche dich aus mit deinen Familienmitgliedern, in deiner Beziehung, mit den Kindern und finde dort sozusagen ein wirkliches Zuhause, das wird dich nähren. Das wird ein wesentlicher Aspekt sein und damit wird auch die Beziehung gefördert. Zärtlichkeit, Schmusen, Berührung sind ganz, ganz große Themen im Mondjahr. Und wenn wir das nicht mögen, das ist auch wieder die Polarität, wenn wir Nähe vermeiden, wie das Energiemuster Steuermann, wenn wir den Kontakt mit anderen scheuen, dann wird es für uns ein Herausforderungsjahr 2020, dieses Mondjahr. Es wird uns ganz schön bedrängen, es werden Menschen auf uns zukommen, die uns berühren wollen, egal in welcher Form. Und das hat dann Folgen, das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und wenn ich mich selber lieben möchte, den Schatten in mir erkennen, der über den anderen mir präsentiert wird. Und deswegen ist es so unfassbar spannend, was dieses Mondjahr und allein 2020, klingt ja schon wahnsinnig gut, was da alles schlummert. Ja, ist auch die Gesundheit das Thema letztendlich, weil der Körper und Geist sich einander bedingen. Das heißt, da bist du auch aufgerufen, deinen Körper zu achten. Ich habe mir dieses Jahr ein ganz besonderes Fitnessprogramm angeschrieben. Ich möchte für mich gerade altersbedingt noch viele neue Dinge ins Spiel bringen. Deswegen habe ich auch dieses Jahr gleich gestern zum Beginn des neuen Jahres eben diese Schneetour gemacht, diese Skitour, die ich nie gemacht habe. Ich wollte gleich am Jahresanfang was ganz Neues machen, was mich vielleicht emotional beflügelt. Ich habe mir vorsichtshalber schon eine Liftkarte gekauft, wenn ich keinen Bock habe, dass ich dann doch mit dem Lift fahre. Aber ich habe es nicht gemacht. Bei den Mittelstationen habe ich mich durchgekämpft. Nee, jetzt nach oben in die Sonne, auf den Gipfel. Und es war zauberhaft. Und es hat mich bestärkt, immer wieder was Neues zu tun. Und so körperlich diese Skitour auch war, so energetisch hat sie mich jetzt schon aufgeladen für das 2020, weil ich gleich zu Beginn was ganz Neues gemacht habe und ich vielleicht dem Skifahren ein bisschen abtrünnig geworden bin und lieber in den nächsten Jahren Skitouren machen möchte, denn ich bin jetzt 40 Jahre Ski gefahren, da kann man auch was anderes mit reinbringen und das bedingt eben dieses Mondjahr und es betrifft auch Job und Karriere. Da geht es auch um das Thema Mütterlichkeit, das heißt um die Gemeinschaft, um das Team, um die Zusammenarbeit. Wer das kann, der ist ganz vorne dran. Wem das schwerfällt, der wird Schwierigkeiten haben, weil die anderen wollen was von dir. Und ich bin jetzt wieder bei dem Typen, der vielleicht die Nähe vermeidet, sich nicht abgrenzen kann. Dann kann es zu viel werden. Der eine ist unberührbar, der die Nähe vermeiden möchte. Der andere, der sich nicht abgrenzen kann oder die andere, der wird plötzlich eingesogen in dieses Team, in diese Gemeinschaft, zu tief in die Familie, zu viel Verantwortung. Und da musst du auch im Mondjahr aufpassen. Das heißt, die Stabilität mit deiner Emotionalität ist im Mondjahr ganz wichtig. Was ist dein emotionales Thema in dem Mondjahr 2020?
2020. Das, wie gesagt, das ist wichtig, erst im März beginnt, nicht im Januar, Februar, März, Januar, Februar, Entschuldigung, sondern erst Ende März. Also, es geht nicht darum, dass du das Missverständnis aufräumen, dass du nicht immer emotional unterwegs sein musst und jetzt bei jedem Stein, bei jeder Tanne fragst, was macht die gerade mit mir? Sondern es geht darum, dass du mit dir im Emotionalen im Reinen bist und auch vielleicht Menschen näher kommst oder auch eine deutliche Grenze ziehst, was ist mir emotional zu viel. Ja, und jetzt möchte ich ein bisschen was zu den einzelnen Sternzeichen sagen, was die so emotional ausmachen. Wir beginnen mal mit dem Widder, der im März beginnt. Entschuldigung, muss ich noch mal einen kurzen Schluck nehmen. Ja, also er beginnt ja letztendlich am 21. März. Damit beginnt eben das astrologische Jahr auch. Ja, er erwartet wie immer viel von sich und ist dadurch auch eher unzufrieden in diesem Jahr. Ab Frühjahr wird es durch den Mondeinfluss natürlich etwas besser und die Widder haben die Kraft, ihre Ziele wirklich neu angehen zu können. Also das ist auch so mobilisierend. Dem temperamentvollen Feuerzeichen fällt es dann im Mondjahr 2020 leichter, sich in seine Mitmenschen hineinzuversetzen und auf emotionaler Ebene einen Draht wiederherzustellen. Denn das ist das Thema des Widders, dass er ja oft mehr an sich denkt und die anderen auch nicht so ganz verstehen kann. Also das wird für den Widder dieses Jahr eher ein Jahr, wo er auch mit anderen Mitmenschen in Kontakt geht, besser in Kontakt kommt. Der Stier kann in dem Mondjahr auch sehr profitieren. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil die Qualität sich auch erhöht. Und so kann dieser wunderbare Erdtrabant, der Mond, seine Wirkung ganz besonders effektiv entfalten. Denn der sonst etwas träge Stier wird leidenschaftlicher in Richtung Gefühle. Geht ja sonst immer sehr über Materie. Dort ist ja wichtig, etwas zu haben, etwas zu sein, Geld in der Hand zu haben, Geld ausgeben zu dürfen. Und auch er wird dieses Jahr letztendlich mehr Emotionalität ausdrücken können und in die Tiefe gehen können. Das einzige Manko, die Disziplin könnte etwas leiden, sodass es ihm mehr Kraft kostet, Angefangenes bis zum Ende durchzuziehen. Das wäre ja im Grundsatz eher untypisch für den Stier, weil der ja eigentlich dann immer loslegt und auch bestimmte Sachen durchzieht. Und dieses Jahr kann es durchaus so sein, dass er emotional etwas verwirrt ist und dadurch etwas hinterherhängt. Ja, der Zwilling. Die sind ja sehr charmant und kommunikativ und freundlich und die hören aber eher auf ihren Verstand als auf ihr Bauchgefühl. Und hier ist auch der Einfluss des Mondes deutlich zu spüren, denn das stärkt seine Intuition. Das ist was die Zwillinge auch nicht so ganz kennen, sondern ihrem Herz zu folgen. Das wird auch so die Idee dahinter sein, dass der Zwilling vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was er so alles raushaut, was er so macht. Denn sie werden 2020 etwas tiefer in die emotionale Welt eintauchen dürfen. Und das Spannende ist, unser großer Sohn ist ja Zwilling, da darf ich das beobachten. Er und die Zwillinge überhaupt, die haben aber noch so gar keine Ahnung, was auf sie 2020 emotional zukommt. Das ist jetzt keine Drohung, keine Warnung, sondern das ist eher die Idee dahinter, da kommt etwas Neues, ein neuer Aspekt, ein neuer Quantensprung, in Richtung Emotionalität, den sie erstmal ja verarbeiten dürfen und mit denen sie umgehen lernen müssen. Das nächste Sternzeichen ist der Krebs. Aus astrologischer Sicht ist der Mond der Regent über das Zeichen Krebs. Und so sind alle, die im Tierkreiszeichen Krebs geboren sind, also in einem ganz besonderen Jahr, nämlich in ihrem eigenen Jahr. Der Mond unterstützt sie dabei bei allem Wichtigen, dass sie selbstsicherer werden und auch anziehender. Das tut dem Krebs unheimlich gut, denn dem sagt man ja böserweise nach, zwei Schritte nach vorn, einer zurück. Das wird dieses Jahr etwas anders werden. Für den Krebs, für die Krebse wird das Jahr finanziell, wenn sie auf sich hören, ein Coup. Ab Mitte des Jahres haben die Krebse ein exzellentes Gespür, um coole Investitionen zu tätigen. Und lang ersehnte Wünsche kann sich der Krebs so realisieren und er fasst wirklich den Mut, neue Ziele anzugehen.
Ja, das nächste Sternzeichen ist der Löwe, bin ich gespannt, denn der Löwe bin ja ich. Ich bin auch ein Löwe, als feuriger Löwe wird der gefühlstechnische Mond so regieren, dass der Löwe sich manchmal ein bisschen ausgebremst fühlt. Der ist ja zwar emotional, aber da wird auch einiges Wirrwarr dieses Jahr entstehen. Und gerade beruflich ist die Diplomatie Trumpf. Da darf der Löwe jetzt nicht so reinpoltern und immer alles vorgeben wollen, sondern so, das ist Miteinander auch wieder wichtig. Er darf lernen, toleranter und einfühlsamer mit seinen Mitmenschen umzugehen. Okay, also Uwe, du darfst lernen, noch toleranter zu sein. Wichtig für mich. Ja, und man trifft, der Löwe trifft in diesem Mond ja auf alte Bekannte, alte Kontakte, alte Geschäftskontakte, alte Beziehungen und darf sich damit nochmal auseinandersetzen. Da bin ich mal gespannt, wen ich alles treffen darf. Vielleicht auf meinen Tagesseminaren, wer weiß. Ja, als nächstes Sternzeichen, die Jungfrau. Was haben wir denn da? Was ist zur Jungfrau? Was habe ich da im Netz gefunden? Die pflichtbewusste Jungfrau, unser kleiner Jasper, unser jüngster Sohn, der ist ja Jungfrau. Der Jungfrau ist ja etwas, wie soll man sagen, verkopft und macht sich oftmals viel zu viel Gedanken über das Leben. Da muss alles genau passen. Und der Mondeinfluss, der macht die Jungfrau weicher und offener für Spontanität. Das erlebe ich oft am Jasper, unserem kleinen Sohn. Der liebt auch das Miteinander, kann aber sehr, sehr gut alleine umgehen. Nur wenn man ihn herausfordert, er muss jetzt dies oder jenes machen, er muss diesen Contest bestehen, diesen Wettbewerb mitmachen, dann hat er da gar keine Lust, weil er von vornherein gleich sagt, nee, ich setze mich so etwas gar nicht aus, das könnte mir Probleme bereiten. Und diese Spontanität, die wird 2020 gefördert. Also die Jungfrau wird sich wundern, was dort alles passiert. Die werden ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus herauskommen und mit dem emotionalen Ja. Ja, die Spontanität etwas mehr leben können und dürfen sich aus ihrer Struktur herausbegeben. Die Waage als nächstes Sternzeichen, die sind ja sehr bekannt für ihre Diplomatie, für ihre Charmanz und für ihre friedliebende Art, für ihre ausgleichende Art. Das hat aber den großen Nachteil, dass sie sich oft nicht entscheiden können, dass sie dem einen entsprechen wollen und dem anderen nicht dienen können. Und da ist so wirklich das eine, das andere ist ja oft bei der Waage so das ganz große Thema, wie eben tatsächlich bei einer Waage diese Gewichtigkeit ins Leben zu bringen, diese Balance. Und der Mond schafft da ein bisschen Unterstützung. Das heißt, da kommt mehr Intuition rein. Auch die Waage wird lernen, emotional mehr auf sich zu hören im Jahr 2020. Und zwar auf sich zu hören, was sie selber wollen, dass sie nicht immer alles ausgleichen müssen, dass sie nicht immer für alle da sein müssen, sondern dass sie auch selber auf sich hören dürfen. Und das ist in der Liebe ganz besonders. Da haben sie dieses Jahr die Waage ein ganz untrügliches Gespür, wer zu ihnen passt und wer nicht so gut. Also das wünsche ich der Waage von ganzem Herzen. Dann kommen wir zum Skorpion. Und der ist ja immer so wagenumwoben. Und der Skorpion ist ja manchmal nicht so nicht ganz zu greifen, liebt aber gleichzeitig das Tiefgründige und verteilt ja, so weiß der Volksmund, ja so manche Spitzen auch. Aber das ist im Grunde genommen, diese Spitzen, die er verteilt, oft auch humorvoll verpackt, sind ja nur eine Ablehnungsidee. Das heißt, eine Abgrenzungsidee. Entschuldigung, keine Ablehnungsidee, eine Abgrenzungsidee. Und das ist interessant sofern, dass das auch ein bisschen aufgeweicht wird im Jahr 2020. Gelingt es ihm viel besser, das Positive zu sehen und nicht immer sozusagen die Macken wahrzunehmen. Und weil er ja tiefgründig ist, ist das Mondjahr für den Skorpion auch insofern interessant, dass es zu noch tiefgründigeren Beziehungen führt. Er muss nur aufpassen, er ist ja selber so ein Verführer, dass er sich selber nicht andauernd verführt und ganz tiefgründig unten stecken bleibt in den Beziehungen, in den Emotionalitäten und gar nicht mehr weiß, wie er rauskommt. Also das ist insofern beim Mondjahr ein bisschen zu beobachten. Das nächste Sternzeichen ist der Schütze. Und der ist ja ziemlich temperamentvoll, der will auf die Bühne der Welt, der hat was zu sagen, der ist so ein bisschen wie der Prediger. Und da kommt es letztendlich dazu, dass er umsichtiger wird. Und der Schütze kommt etwas mehr zu sich, er wird etwas verweilen, er wird zur Ruhe kommen und gleichzeitig würde sich emotional öffnen. Also er muss nicht immer nur so der Showman sein oder Showgirl, sondern da geht es auch darum,
ja, auch wieder einzutauchen. Im Grunde, du merkst, wenn ich es so erzähle, es ist immer wieder das gleiche Thema, adaptiert auf die Sternzeichen. Er darf mal von seiner Bühne runtersteigen, er darf den Menschen näher kommen, er darf in Kontakt treten und gleichzeitig auch nicht immer alles wissen müssen. Er muss nicht immer klugscheißen, er muss nicht immer vorne dran stehen, sondern er wird in dem Mond ja auch aufgefordert, so mit anderen schön in Kontakt zu treten. Ja, der Steinbock als Sternzeichen der Wende im Dezember und über den Januar hinausgehen. Wir sind jetzt gerade im Steinbock. Die arbeiten ja gerne ohne Unterlass, die sind ja sehr zielstrebig und da geraten bei Steinböcken, die sind zwar dann manchmal besonders bockig, aber die Bockigkeit kommt eben auch aus der Abgrenzungsidee, ängstlich zu sein. Wenn man so einen Steinbock in der Natur sieht, dann, wenn man da zweimal klatscht, dann ist der ja gleich hoch in den Felsen und steigt hoch und haut ab. So erlebt man den Steinbock oft, dass er ehrgeizig ist, aber gleichzeitig seine Gefühle in den Hintergrund treten, wenn es ängstlich wird, dass er sich dann nicht mehr auf seine Ideen beruft. Und in dem Mondjahr kann er sich ein bisschen mehr um seine eigene Befindlichkeit, um sein eigenes Wohlfühlen kümmern und darf sich ein bisschen mehr an die erste Stelle nehmen. Das ist ziemlich spannend und das kann ihm sehr, sehr gut tun. Er darf sich von seiner verletzlichen Seite zeigen und er muss auch keine Angst haben, seine Angst zu zeigen. Er darf über seine Angst sprechen und er darf das auch offenkundig mitteilen und den anderen mal sagen, pass auf, du kannst bis hierher gehen, aber bitte nicht weiter. Und kann seine Grenze auftun und damit wird es ihm wesentlich besser gehen. Der Wassermann ist ja so ein flüchtiges Zeichen, aber gleichzeitig haben wir ja zu Beginn dieses Podcasts erfahren, dieses Videos erfahren, dass es letztendlich ja ganz eng zusammenhängt mit dem Mond. Und in so einem Mondjahr wird der Wassermann weniger stur, braucht weniger Raum für sich und wird umsichtiger und kann sozusagen mit den Meinungen anderer auch toleranter umgehen. Weil der Wassermann, der verzieht sich ja auch gerne. Der ist ja ultra kreativ, aber der zieht sich auch unheimlich gerne zurück. Und dieses emotionale Mondjahr wird auch ihn veranlassen, auch ein bisschen mehr in Kontakt zu treten mit den anderen und den Mut zu haben, nicht immer gleich abzudüsen, nicht immer gleich zurückzutreten und ja, ein bisschen mehr standzuhalten. Und gleichzeitig darf er natürlich seinen Humor behalten und seine Narredei. Der Wassermann ist ja gerne ein Narr und macht sich gern und sieht andere zu Narren. Das ist aber ja eher so eine Kontrollinstanz. Wenn ich den Humor für mich entdeckt habe, dann habe ich ja da so ein kleines Kontrollorgan. Und wenn der ein oder andere Wassermann dieses Jahr etwas humorloser wird, das meine ich ganz positiv, und mehr in Kontakt geht, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann kommen wir zu dem Fische als das letzte Zeichen, nicht doppeldeutig gemeint, sondern das letzte in der Rangreihe, nicht in der Rangreihe, sondern in der Reihenfolge, nicht in der Rangreihe, so wollte ich sagen, Fische. Und das wird natürlich für die gefühlvollen Fische, die man zwar oft nicht greifen kann, aber die besonders gefühlvoll sind, ein ganz wesentliches Jahr. Der Mond macht sie noch genießerischer, noch verträumter, als sie ehemals schon sind. Und da müssen die Fische ein bisschen aufpassen, dass sie überhaupt noch geradlinig dranbleiben können, dass sie ihrem Bauchgefühl noch besser vertrauen können. Und es kann durchaus sein, dass sie aber dadurch, durch diese hohe Emotionalität, einen fehlenden Antrieb haben. Und da sind gerade Fische, Sternzeichen aufgefordert, wirklich sich selber in den Arsch zu treten, den inneren Schweinehund zu überwinden und dran zu bleiben und sagen, ja, ich schaffe das, ich bin da dabei, und ich lasse mich jetzt durch meine Idee nicht unterkriegen, also durch diese hohe Emotionalität. Und vielleicht, das würde ich mir wünschen, weil die Fische sind immer so ungreifbar oder manchmal so ungreifbar, dass sie ein bisschen greifbarer für andere Menschen werden. Wenn du Fische bist, vielleicht magst du dich ein bisschen an andere annähern und ein bisschen mehr von dir zeigen. Das tut anderen, deinen Mitmenschen unheimlich gut. Ja, jetzt sind wir mit den 12 Sternzeichen so grob durch. Und ich will es mal kurz zusammenfassen. Das Jahr des Mondes wird uns also sehr deutlich darauf aufmerksam machen, dass die Familie, wie gesagt, im Mittelpunkt steht und alles, was damit mit dem Nährenden, mit dem Mütterlichen, mit der Heimat in Kontakt ist. Die Liebe wird hochgehalten und sie zählt zu unseren wertvollsten Gütern. Das muss man immer wieder wissen. Es werden auf uns andere Zeiten zukommen. Es wird wirtschaftlich
nicht mehr nur andauernd bergauf gehen, sondern es wird auch Krisenzeiten geben. Und da wird man merken, dass man von Geld, wie es so schön heißt, nicht abweisen kann, sondern dass das Miteinander, dass die Familie im Vordergrund steht. Und ich glaube, die Zeiten, die auf uns zukommen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, da gibt es ja die wildesten Prognosen. Und unsere Azubis haben das auch im geschützten Bereich von Facebook schon mit verschiedenen Videos von mir mal durcharbeiten können. Da wird einiges auf uns zukommen und da ist es wichtig, dass wir so ein Fundament haben, dass wir stabil sind, dass wir unsere Wurzeln kennen und wissen, wo wir hingehören. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, dass du alles in der Familie lieben musst, aber du solltest wissen, wo du hingehörst. Also bei mir, bei Uwe, ist es so, dass ich meine Frau Nina über alles liebe. Seit 17 Jahren sind wir zusammen, seit 15 Jahren verheiratet. Und unsere beiden Jungs machen uns viel Spaß, manchmal auch Stress, das ist ganz klar, aber das ist meine Heimat, da lade ich auf, wenn ich von Powertagen zurückkomme, von Seminaren etc. Und dann ist es für mich ein Labsal, ich bin bei der Familie, ich kann biken gehen, ich habe meine Sauna zu Hause, die ich über alles liebe. Wir gehen gemeinsam in die Sauna, haben gemeinsam Spaß, gehen gemeinsam wandern und so weiter. Und das ist ein Nährboden für die Kraft, die du brauchst in den nächsten Jahren. Und dieses Mondjahr ist da ein ideales Probejahr für dich einzusteigen und das so auszuprobieren, so wirklich ganz bei dir zu sein. Und an allererster Stelle ist es tatsächlich so, dass du mit dir in Kontakt treten musst, wissen solltest, was du emotional dieses Jahr erwartest, was du von dir erwarten kannst, wie du Nähe-Distanzprobleme überwindest oder dich, ich sagte es schon eingangs, auch möglicherweise abgrenzt. Und das ist ein Lernjahr, ein emotionales Lernjahr bei all dem, was außen rum passieren wird, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Aber es ist wichtig, dass du die Stabilität in dir findest. Und eingangs sagte ich schon, es ist das Jahr auch des inneren Kindes. Und vielleicht möchtest du dich meinem Buch mal annähern, wenn du es noch nicht gelesen hast, was dich berührt, das ist ein Teil von dir. Da geht es nur um das kleine Mädchen, den kleinen Jungen in dir und wie kraftvoll du damit umgehen kannst, weil dein kleines Mädchen, dein kleiner Junge weiß, was du in diesem Mondjahr brauchst. Und wer es noch nicht hat, kann auch kostenfrei das Audiobuch herunterladen. Das sind 12 Coaching Flows. Da geht es auch wieder, immer wieder um die Kinderseele, um das Thema Beziehung, um das Thema Ziele, um das Thema Miteinander, um Job, um Geld etc. Und wenn du Lust hast, lad sie runter unter www.pettenberg.de/audiobuch, kannst du es kostenfrei herunterladen und kannst damit arbeiten. Und diese 12 Coaching-Tracks können dich auch gut und gerne begleiten. Also es würde mich freuen, wenn du das nutzt für dich, wenn du mit dabei bist. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich hoffe, dass dir dieser Podcast, dieses Video so gut gefallen hat wie mir. Es gibt verschiedene Aspekte noch, Termine noch, wo du mit dabei sein kannst. Die Ausbildung im März, Ausbildung zum diplomierten Life- und Business Coach, die ist aktuell ausgebucht. Es gibt eine Warteliste. Im Sommer, Juli startet immer wieder ein weiterer Zyklus im Jahr. Der ist bereits zu 50% gebucht. Also wenn du dabei sein möchtest, dann mach mit, komm mit zu uns. Und dort wirst du auch sozusagen in der Expertise, dein Leben zu managen, gefördert. Wir können uns auch wiedersehen am 8. Februar in Frankfurt, am 15. Februar in Stuttgart, am 14. März in München und am 27. März in Düsseldorf. Dort gibt es meine Tagesseminare. Da kannst du mich live erleben und da geht es natürlich immer wieder auch um das Thema Kinderseele. Dann wird im Mai ein Mentoring-Programm starten. Und im Masterlehrgang gibt es auch das Thema, also Masterlehrgang nach der Ausbildung, das Thema Astrologie. Du siehst, es gibt dieses Jahr wieder ganz, ganz viel. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe wieder wunderbar aufgetankt hier in unserem Kraftort. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Denk dran, du bist der wichtigste Mensch auf dieser Erde. Du bist der Held, du bist die Heldin in deiner Welt. Glaub an dich, höre auf dich. Geh emotional mit dir ganz liebevoll um. Das ist ein Akt der Selbstliebe. Hör auf dich. Und ja, ganz wichtiger Punkt, ich darf mich zum x-ten Male wiederholen, grenz dich auch ab. Auch das ist ein Akt der Selbstliebe, zu sagen, nein, bisher und nicht weiter. Frag dein inneres Kind, frag dein kleines Mädchen, deinen kleinen Jungen. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Einfach danke für dich. Ja, und nächste Woche im Podcast gibt es dann
das Thema die Vorsätze, wie du die Vorsätze fürs Jahr 2020 hier richtig angehen kannst und wie du ins Tun kommst, auch natürlich wieder in Verbindung mit deinem kleinen Mädchen, einem kleinen Jungen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss.